Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Video der etwas anderen Art, denn vor circa 3 Jahren hat jemand sich die Frage gestellt, was wäre, wenn German Let's Play keine Gaming-Videos machen würde, sondern Musik. Und jetzt ist davon ein neuer Teil rausgekommen. Wir können ja ganz kurz mal in den ersten Teil reinhören, falls ihr das noch gar nicht kennt. Hier, German Let's Play Music, rein da. So, wir gehen mal hier, zack, Abfahrt. Habt ihr euch eigentlich schon einmal gefragt, wie es aussieht, wenn German Let's Play kein Gaming-Titel, sondern nur Musik? Ich würde dich in dieser Stimme singen, nur mit krassen Flow würde das Höckchen zerbersten, denn ich mache keine Show. Ihr seid alle zu low, bin der bessere Crow, denn er hat zwar eine Maske. Jo, vor allem das Geile ist, es steht da einfach vor seinem Bürgerhaus, ich weiß nicht, in welchem Dorf, Stadt oder sonst wo das ist, steht da, Junge, wenn du da vorbeigehen würdest und denkst, was geht denn jetzt hier ab? Auf jeden Fall, das war vor circa 3 Jahren, da habe ich auch schon mal eine Reaction zugemacht. Achso, und apropos Reaction, ich habe ja noch einen Zweitkanal, nennt sich Team Paluten. Schaut da gerne mal vorbei. Aber ich fand, das ist jetzt so ein spezielles Video. Die Reaction gehört auf den Hauptkanal. So, komm, und wir hören uns ja mal den neuen Song an. Warte mal, das hier war vor 3 Jahren. Am 18.02.2020. Schaut gerne mal auch bei FMJB vorbei. Können wir mal ein Abo dalassen. Auch ein Like für das Alte. Ich hatte mir das, wie gesagt, schon mal angehört. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Zack. Ah, vor 11 Tagen. Like schallern wir schon mal rein. Und dann gucken wir das doch mal zusammen. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Paletto macht jetzt hier eine Musikanalyse. Okay, ja. Ihr musstet 3 Jahre warten, bis der 4. Teil erscheint. Wegen Manomel-Bartosis. Habt ihr das gerade gesehen? Einerseits finde ich es cool, wie er hier Manomel, dass er das customized hat. Und habt ihr Paletto? Ich bin auch im Video drin. Ich war da hinten, also hier hinter seinem Kopf. Natürlich Manomel. Das ist echt dufte. Hey, ich wache auf, schau in die Charts und ich raff es kaum. Vom Plattenbau zu einem Haus aus goldenen Plattenbaum. Hallo Mama, ich hab dir doch gesagt, eines Tages komm ich sicher in die Charts. Leute sagen, dass ich nichts erreiche. Was für blaue Flecken, das sind blaue Streifen. Der 39er, ich bin 39. Ich laufe durch die Straßen und schrei. Alle Leute sagen, dass ich nichts erreiche. Was war da gerade los? Ich bin auch dabei. Das ist ja geil. Guck mal, dann haben sie extra für das Video, guck mal hier, haben sie so einen Palutenkopf gebastelt. Wie geil sieht das denn aus? Das ist so ein bisschen auch mehr an meine Bücher angelehnt. Übrigens, neues Buch ist am Start. Das große Schrumpfen. So wie alle weiteren Bücher gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Sind mittlerweile schon eine Menge. So, Paletto, hör auf zu labern, Alter. Wir wollen die Mucke hören. Ich bin erreicht, was für blaue Flecken, das sind blaue Streifen. Ich bin 31, ja doch, bin schon 31. Ich bin das okay, ich nehm... Morgenroutine, sterb 8 Uhr auf. Jeden Sonntag nehm ich 8 Songs auf. Mein Bruder Paletto. Digga, Bosch und mein Deffel. Kopf mit Schüler, Paletto, ja. Maske, Reis, Poli, Blau, so wie Dumbi. Ich bin back mit Raft und mag der Flucht für... Alter, ey, das Coole daran ist so ein bisschen, also GP und ich, muss man ja sagen, wir werden nie wirklich Musik machen. Also, ich kann mir sowas irgendwann mal vorstellen, dass man tatsächlich so ein Just-for-Fun-Song macht, aber das, nee, also niemals würde ich jetzt von mir denken so, ja, Paletto, der wird jetzt doch mal Musiker. Überhaupt, nein, nein, nein. Es gibt ja YouTuber, die haben den Switch gemacht, das finde ich auch total cool, aber ich habe immer gesagt, Leute, wenn Paletto plötzlich sagt, ja, ich mache jetzt kein YouTube mehr, sondern ich werde jetzt Musiker. Das wird nicht passieren. Aber, ey, sowas feiere ich krass. Doch ich stehe wieder mal wieder ins Studio und schreibe jetzt mit dieser Dummy Crow. Hallo Mama, ich hab dir doch gesagt, eines Tages komm ich sicher in die Charts. Alle Leute sagen, dass ich mich erreiche. Was für blaue Flecken, das sind blaue Streifen. Ich war der 39. Jo, jetzt ist er auf Toilette. Ich laufe durch die Straßen und schrei. Leute sagen, dass ich nicht erreiche. Was für blaue Flecken, das sind blaue. Komm, Paletto nochmal? Ja, doch, bin schon 31. Ich bin das okay. Ich muss. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe aus Versehen Untertitel angemacht. Ich finde die Szenen bei ihm im Wohnzimmer. Vor allen Dingen, guck mal, sie haben dann hier den Schal versucht nachzumachen. Ey, das ist so gut. Was kriegt er bei Pidizzle? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Yo! Junge! Kommt seit Tag 1 und ich geb Gas, geb Gas, geb Gas mit Peter. Alter! Ey, jetzt mal. Ey, ohne Witz, ich finde das gerade richtig geil. Ich finde, das schallert ja übertriebenst rein. Den ersten Part fand ich auch schon sehr, sehr nice, aber das ballert! Ohne Witz, alter Junge! Und ich geb Gas, geb Gas, geb Gas mit Peter. Das ist ja absolut geil, Mann. Die auch einfach ein Ferrari organisiert hat. Oder es ist ja ein echter Ferrari. Sag mal, Manuel, wann kloppen wir eigentlich meinen ersten Song? Porsche, P-Dizzle und German Let's Play Music, Junge. Oh, wird scheinbar irgendwann im Februar gedroppt. Junge. Ey, sorry, ich muss mir nochmal diesen letzten... Also, das muss ich mir nochmal reinschallern. Das war ja... Da, wie gesagt, das war auch schon cool, aber das hat halt richtig reingeschallert. Und ich weiß, ich bin kein Musikexperte, das bilde ich mir auch gar nicht ein. Aber ich kann nur einfach sagen, dass sich das für mich geil anhört. Hallo, liebe Leute von heute. Ich bin, aus diesem ganzen Magen, liebe Leute, habt ihr wohl alle vergessen, wer ich bin. Ich bin Kopf aus der Tag 1. Und ich geb Gas, geb Gas, geb Gas mit Pisa. Kopf aus der Tag 1. Und ich geb Gas, geb Gas, geb Gas mit Pisa. Kopf aus der Tag 1. Und ich geb Gas, geb Gas, geb Gas mit Pisa. Junge. Hey, das schallert echt gut rein. Einfach nur geil, Mann. Ey, Leute, schaut mal bei FMJB. Ist das eine Abkürzung für irgendwas? Schaut einfach gerne mal vorbei. Lasst auch gerne ein Abo da. Ah, guck mal, hier sind auch alle Leute verlinkt, die am Start waren. Ah, Mama war auch da. Ja, perfekt. German Let's Play Music ist ausgedacht und soll nicht den echten GLP darstellen. Diese Version von GLP ist Rapper, weil ich die Idee lustig fand. Ich find's mega cool. Das gleiche gilt auch für Paluten. Nee, ich war da schon unter der Maske da. Also, das war ich. Der Tag ist angebrochen. Nach langer Planung ist es endlich soweit. Weh, ihr teilt das Meisterwerk nicht. Ja, ich probier's zu teilen. Die 3 Jahre haben sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ah, guck mal, liebe Grüße an Palette. Junge, das musst du mal auf Spotify oder so bringen. Kann man sowas auf Spotify bringen? Oder da ist es verboten? Leute, das war meiner Meinung nach sehr, sehr nice. Ich wiederhole mich, aber ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Ich feiere ja einfach solche Fansachen. Und ey, wenn es euch ebenfalls gefallen hat, schallert den Like rein. Schaut bei ihm vorbei. Er ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst bitte schöne Grüße da. Und dann freue ich mich schon darauf, wenn Paletto vielleicht ein bisschen am Rappen ist. Alter, Porsche Pidizzle, ich sag's euch. So, wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, sind hier trotzdem noch weitere Videos. Schaut natürlich wie immer auch gerne auf paluten.shop vorbei, falls ihr einen kleinen Mini-Paluten haben wollt. Inklusive einer persönlich von mir unterschriebenen Autogrammkarte. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.